Herzlich willkommen beim nettesten Meinungsblogger der Welt und auch herzlich willkommen zu der täglichen Dosis Trash. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag und ich hoffe, ihr hattet bislang einen schönen Tag. Und ich möchte mich auch nochmal bedanken für über 9000 Abos. Wir sind auf einem guten Weg, die 10.000 Abos bald zu schaffen. Also ich würde mich freuen, wenn ihr noch dazu stößt wie die tägliche Dosis Trash. Denn Geschwurbel am Morgen vertreibt Kummer um Sorgen. So oder so ähnlich muss sich wahrscheinlich auch der gute Michael Wendler vorkommen. Und das ist wirklich Wahnsinn, was er immer wieder für einen Blödsinn erzählt. Das ist zumindest so meine Meinung. Es ist wirklich traurig, was er da für einen Quatsch jedes Mal von sich gibt. Ich habe euch jetzt drei kleine Sprachnachrichten mal rausgesucht und es fängt schon sehr dubios an. Denn in der ersten Sprachnachricht scheint er wirklich der Meinung zu sein, dass seine Musik heilt, ja, und er natürlich damit auch retten kann in Zukunft. Aber ich sehe da eher eine verzweifelte Werbung draus, aber ihr könnt ja mal reinhören, wie ihr die erste Sprachnachricht so empfunden habt. Schönen guten Tag aus den USA, heute am Donnerstag, den 18. Februar 2021. Ich hoffe, euch geht es gut. Sag mal, geht es euch genauso, dass ihr bei den ganzen Berichten und bei den Geschehnissen in der Welt denkt, dass die Verrückten das Irrenhaus übernommen haben und die Wärter spenden Applaus? Es ist ein Wahnsinn und ja, es kommt einem so vor, als wenn man hilflos und ohnmächtig wäre. So ist es aber nicht, denn eins ist sicher, die Wahrheit wird immer siegen. Ich habe mir fest vorgenommen, immer wieder, wenn mir die Sachen einfach zu bunt werden, Wendler-Alben anzuhören. Ich habe jetzt gerade eins rausgekramt, das ich wirklich schon lange nicht mehr gehört habe. Es ist ein Tipp an meine Fans. Hört euch mal wieder an, das Wendler Featuring Annika Album Comeback heißt das Ganze. Großartige Musik und irgendwie geht es einem danach auch schon wieder besser und man ist dann schon wieder in bester Laune, in die Kampfhaltung zu gehen und dem ganzen Wahnsinn Einhalt zu gebieten. Also ihr Lieben, bleibt standhaft, lasst euch nicht unterkriegen und meine Botschaft ist, mit der Wendler Musik läuft es einfach besser. Er scheint wohl ein wenig verzweifelt zu sein und wirklich irgendwie zu versuchen, noch ein paar Streaming-Einnahmen über Spotify oder ein paar CD-Verkäufe noch zusätzlich zu generieren mit diesem Advice auf seiner Telegram-Gruppe. Aber es geht auch noch weiter, denn in der zweiten Nachricht wird es dann wirklich auch ein bisschen brenzlig. Dann wird es dann schon wieder sehr, sehr kritisch, auch von den Äußerungen. Und das fand ich auch sehr interessant und wollte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Nochmal ganz liebe Grüße aus den USA. Also dieser obige Bericht, der schlägt wirklich den Fass den Boden aus. Also dass jeder Kritiker, der sich in irgendeiner Weise gegen die Pandemie-Maßnahmen, gegen die Maskenpflicht, gegen diese Impfung zur Wehr setzt, der wird in Deutschland denunziert, verfolgt. Es kommt die Polizei nach Hause, es werden Hausdurchsuchungen durchgeführt. Es kommt dazu, dass die Bankkonten gekündigt werden. So etwas findet nur in totalitären, faschistischen Regimen statt. Wo sind wir denn bitte schön gelandet? Das ist doch nicht das Deutschland, das wir kennen. Da muss sich doch jeder fragen, was passiert hier? Wenn jetzt hier der MDR so einen Bericht raushaut, in dem er praktisch Bürger aufruft, Ärzte zu denunzieren, die Corona-kritische Äußerungen tätigen, da fällt mir wirklich gar nichts mehr ein. Ärzte haben eine Funktion. Sie dürfen Atteste ausstellen und diese Atteste, die können dazu führen, dass man von der Maskenpflicht zum Beispiel befreit ist. Niemand hat das Recht, diese anzuzweifeln. Niemand. Ein Arzt ist deswegen in diesem Berufsstand, weil er selber entscheiden darf und muss und soll, ob sein Patient geschützt werden muss, sein Leben in Gefahr ist und deswegen in irgendeiner Weise Atteste dazu behilflich sind, seine Gesundheit zu schützen. Und niemand hat das Recht, das in Frage zu stellen. Hier wird versucht, mit aller Macht Druck auszuüben, auch auf die Ärzte, dass möglichst niemand mehr seinen Mund aufmacht und sich über diese Maßnahmen der Regierung beschwert. Und das darf nicht sein in einer Demokratie. Und deswegen hoffe ich, dass ihr diesen Bericht genauso fassungslos empfindet wie ich. Ich bleib am Ball, ich hoffe ihr auch. Liebe Grüße, bis später, euer Micha.
So, also jetzt immer. Also bei aller Liebe, aber ich habe keine Verfolgungen von Kritikern bislang wahrgenommen. Also sicherlich gab es jetzt seine Löschung auf Instagram oder es gab vielleicht auch die eine oder andere Löschung auf YouTube schon, auch von Videos. Das möchte ich jetzt hier gar nicht unter den Teppich kehren. Ja, das gab es natürlich mitunter schon, aber dass jetzt Kritiker verfolgt wurden und dass es Hausdurchsuchungen gab, habe ich bislang nicht vernommen. Also selbst von den Kritikern, die ich jetzt so mal auch auf YouTube verfolgt habe oder auf Twitter, wo ich mal was mitbekommen habe, dass die sich halt auch regelmäßig beschweren und auch Kritik üben, was ja auch vollkommen in Ordnung ist in gewissem Rahmen. Ja, also Kritik ist immer wichtig, aber dass jetzt Bankkonten gekündigt wurden und irgendwelche andere Blödsinn da stattgefunden hat, also das habe ich nie wahrgenommen. Ihr könnt gerne in den Kommentaren einige Beispiele aufzeigen, aber ich habe keinen Kritiker aus der Corona-Szene wahrgenommen, der jetzt verfolgt wurde, dem Hausdurchsuchungen dann widerfahren sind oder wo die Bankkonten gekündigt wurden. Also das sind auch wieder so Meldungen, die absoluter Blödsinn sind. Aber er geht auch noch weiter in einer dritten Nachricht, wo ich auch sage, Mensch, wie weit möchte der Mann noch gehen? 19:40 aus den USA, jetzt melde ich mich doch nochmal. Eine interessante Sprachnachricht hier von Dave, sehr auf den Punkt gebracht, wie ich finde. Ich kann mich da eigentlich nur anschließen, denn es hat niemand vor, diesen Lockdown zu beenden und auch niemand vor, diesen Ausnahmezustand zu beenden, denn es regiert sich sehr leicht mit dem Infektionsschutzgesetz und da denkt man im Traum nicht dran. Man ist zwar ein bisschen unter Druck jetzt, zweifelsohne, denn man versucht natürlich händeringend irgendwelche neuen Gruselfaktoren aufzustellen, die das Volk beängstigen weiterhin und dementsprechend folgsam dann parieren. Es ist einfach nur noch verrückt. Also ihr könnt euch mit Sicherheit darauf einstellen, dass der Lockdown nicht endet, auch nicht am 7. März und der über den Sommer hinausgeht, über den Herbst hinausgeht und das alles ist ein reiner Wahnsinn, der einfach nur dazu führt, dass der komplette Einzelhandel stirbt und viele Unternehmen auch dann dementsprechend in die Insolvenz getrieben werden. Das ist ganz klar die Agenda und der Plan. Vielleicht dauert es noch ein paar Tage, bis es auch der Letzte begriffen hat. Und die einzige Lösung, die man hier wirklich nur noch aufzeigen kann, ist tatsächlich zu demonstrieren und Nein zu sagen und den Wahnsinn einfach nicht mehr mitzumachen. Alles zu hinterfragen. Es ist so offensichtlich, was hier passiert. Und ich melde mich morgen wieder und ja, jetzt haben wir schon wieder fast 2 Uhr in Deutschland. Morgen gibt es wieder dann brandaktuelle News und ich sag einfach mal gute Nacht den Nachtschwärmern in Deutschland und guten Morgen für alle die gleich schon wieder aufstehen. Bis später, euer Micha. Diese Sprachnachricht fand ich so wichtig, weil er wieder mit der Angst der Leute spielt. Und das ist natürlich wieder aus so einem Muster zu erkennen. Ich versuche euch immer wieder auch darauf aufmerksam zu machen, dass er mit der Angst der Leute spielt. Diesmal die Angst des Lockdowns, dass der Lockdown noch länger gehen kann. Viele haben schon psychische Probleme oder haben auch Angst, ihren Job zu verlieren, die bei größeren Unternehmen sind und in Kurzarbeit sind oder vielleicht generell gerade nicht arbeiten können, weil sie im Einzelhandel sind und viele Unternehmen gehen ja schon am Stock und viele haben Angst, dass die dann natürlich die nächsten Monate dann noch mehr Probleme bekommen, weil der Lockdown dann eventuell bis zum Sommer oder auch zum Herbst immer noch da ist und eventuell auch nie aufhören wird. Und das macht er ganz gezielt und das finde ich daher auch immer sehr wichtig, das dann auch immer wieder aufs Neue hier zu präsentieren für euch und natürlich auch hier zu kritisieren und aufzuzählen, dass das halt Quatsch ist, da irgendwelche Sachen zu behaupten. Was hat denn jetzt die Regierung davon, legen wir auch mal die Karten auf den Tisch, wenn sämtliche Unternehmen und alle Menschen pleite sind, ja, und am Hungerstuch nagen. Das würde ja die Wirtschaft dermaßen an die Wand fahren in Zukunft, dass ja auch keine Steuergelder mehr eingezahlt werden können. Und wenn keine Steuergelder mehr eingezahlt werden können, dann
kann der Staat auch so nicht mehr existieren. Schlimmstenfalls auch die Politiker nicht mehr bezahlt werden. Und die sind ja auch interessiert, dass die ihre Gehälter und ihre Diäten, ich hasse dieses Wort, dann noch bekommen. Also ich glaube, keiner ist da wirklich dran interessiert, dass die Wirtschaft komplett an die Wand gefahren wird. Also das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Obwohl es natürlich auch natürlich viele Probleme gerade für Selbstständige und Co. gibt hier in diesem Land, auch vor Corona schon. Ich finde die Steuern auch viel zu hoch. Das ist ein ganz eigenes Video nochmal wert. Ja, es gibt genug Sachen, die man hier an den Pranger stellen kann. Aber ich verstehe immer noch nicht den Sinn, warum jetzt so eine Agenda, wie er da immer sagt, kommen sollte. Ich finde es auch ganz wichtig, einige beschweren sich immer in den Kommentaren, Mensch, es kommt schon wieder ein Wendler-Video oder warum berichtest du überhaupt über den oder warum bietest du dem eine Plattform? Der hat eine Million Reichweite, den kennt fast jeder in Deutschland. Er hat über 150.000 auf Telegram, sehr viele Leute, die seine Musik mal gekauft haben offiziell. Er hat goldene Schallplatten verkauft, die Medien oder erhalten und die Medien berichten. Auch größere Medien, Zeitschriften wie Bild und Co. berichten über den Wendler fast täglich. Und von daher finde ich das wichtig, dass ich so eine Gegenstimme auch bin und das auch immer wieder anprange. Und wenn ihr auch andere Themenvorschläge habt, dann könnt ihr mir das natürlich auch immer bei Twitter und bei Instagram, da bin ich am aktivsten, zuschicken. Ja, ich bin euch ja auch immer dankbar, wenn ihr mir weitere Themen zuschickt, dann auch für andere Videothemen. Und ich mache ja auch bei den Daily Uploads hier alles alleine und habe noch einen anderen Kanal, plus dass ich noch andere Sachen selbstständig mache, plus noch ein Real Life führe, wo ich auch meine Freunde, Familie mich drum kümmern muss und auch um mich selbst und auch mal mich ausruhen muss. Also seht mir das bitte nach, dass ich dann vielleicht auch ganz dankbar bin, dass der Wendler auch gerade ganz gut läuft und von euch gefragt ist und ich dann vielleicht auch mal ein Video mehr mache zu dem Thema, weil ich da auch einfach ganz froh drüber bin, dass das gut ankommt. Also wie gesagt, ihr könnt immer gerne Kritik äußern, aber dann schlagt lieber in den Kommentaren vielleicht ein Thema vor, was ihr in Zukunft lieber sehen wollt, damit ich dann auch ein bisschen Auswahl habe bei den Themen und das würde mir dann in Zukunft mehr helfen, als wenn ihr dann unterschreibt wie, ach, das nächste Video wird wieder über Wendler oder keine Ahnung, da habe ich so ein paar Kommentare gelesen, wo ich sage, Mensch, dann schlag doch was vor, das hilft mir mehr und dann habt ihr vielleicht auch mehr Freude, die Leute, die vielleicht bei dem Thema jetzt langsam so ein bisschen genervt sind. Ansonsten, die anderen wollen das ja immer gerne weitersehen, das war mir nochmal ganz wichtig, das auch zum Schluss nochmal zu sagen. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag noch und ich würde mich freuen, wie gesagt, wenn ihr auch ein paar Themenvorschläge dann unten reinschreibt, wenn euch das Thema hier ein wenig nerven sollte. Bis bald und ciao, ciao.